Die Identifiziererin war. Moment mal. Da oben. Johannas Amulette und Talismane. Also darum. Auf den nicht mehr existenten Witzerzähler zu. Und hier. Kalik. Hallo. Ausrüstung bestimmen. Alles bestimmen, ha? Huh? Wird ein bisschen teuer, aber es lohnt sich bestimmt. Zing. So, und bevor wir jetzt irgendwas hier kaufen oder lernen oder sonst was, will ich gucken, was wir das haben. Also, wir haben einen Ring mit Widerstand gegen Luftmagie und plus eine Stufe in Mystik. Das kriegt Talana. Genau. Bei Mystik müsste mehr Zauberpunkte bedeuten. 103 von 109. 103 von 104. Jo, 5 Punkte mehr Mystik. Zauberpunkte. So, was machst du? Zusätzlich 100% Schutz vor Verwirrung. Ich glaube, das bekommt sie, damit sie auf keinen Fall verwirrt ist und uns jederzeit heilen kann durch den Regenerationszauber oder schützen kann durch den Schutzzauber. Und somit dafür sorgt, dass wir überleben. Okay, also das da könnte theoretisch weg. Na komm, so. Okay, eine Armbrust mit Chance auf klaffende Wunde, aber nur 3% Chance. Das ist ganz schön wenig. Jeder 33. Schuss. Was genau macht das? Eine klaffende Wunde. 50% der bei diesem Angriff verlorenen Lebenskraft gehen am Ende der Runde zu sich verloren. Das heißt, bei jedem 33. Schuss macht man 50% mehr Schaden. Das ist ziemlich mau. Das ist ein Ticken besser als das da. Na gut. So, jetzt heilige Sandalen. Plus 2 auf Rüstungswert. Momentan nur. Aber es sind sexy Sandalen und die gehören zu Talana. So. Du hast genauso gute. Plus 4 Widerstand gegen Wassermagie und 15 Lebenskraft Maximum. Wer hat am wenigsten Lebenspunkte? 97? 90. Jo, bekommst du den Ring. 6% Widerstand gegen Luftmagie zu sich, 100% Schutz vor Bewusstlosigkeit. Moment mal. Das heißt, wenn sie auf negative Lebenspunkte kommt, wird sie nicht ohnmächtig? Oder ist ohnmächtig und Bewusstlosigkeit noch was anderes? Okay, aber trotzdem kommt es mit in ihr Repertoire, damit sie halt immer geistig fit bleibt und heilen kann. So, Schild. Du. Plus Widerstand gegen Lichtmagie. Bei einer erfolgreichen Abwehr wird der Angreifer mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% vergiftet. ja, auch nicht so toll. No. Also wir haben immer noch keinen Expertenrang, ne? Ja, okay, wir sollten, auch wenn es ein wenig zäh werden könnte, nochmal alle Häuser hier durchgehen, um erstmal die eine Queste noch zu bekommen, die mit den Teebeuteln, die wir bekommen haben, oder den Teenblättern. Das war schon ein wenig skurril. Wahrscheinlich haben wir da hier was übersehen. Die sollten wir noch finden. Und dann noch die restlichen Expertenlehrer. Die hier ist besser als deine komische 33 Treffer mal machst machen. Ja, ist besser. Hat noch jemand Armbrust? Ja, du. So. Das da unten kann weg. Das passt. Okay. Umdrehen hier rein. Waren durchsehen. Handeln. Nimm. So, das kann weg. Die kleinen Tränke. Ich kaufe mal 10 von den kleinen. Die kann man immer mal gebrauchen. Plus eine Stufe in der Fertigkeit Feuermagie. Wären 5% mehr Schaden? Das
Maßnahme da des Schlägers. Eine Stufe der Fähigkeit beidhändig. Beidhändig ist wirklich zweihändig und nicht zweieinhändig. Richtig? Ich glaube schon. Das ist auch nicht so interessant. Hehe. Das würde ich auch ganz gerne bald kaufen, aber das dauert noch ein Ticken. Experte der magischen Foki brauchen wir nicht. Und andere Leute sind nicht hier in dem Haus. Darauf muss ich unbedingt achten. In Häusern sind öfters mehrere NPCs und die haben jeweils ein Angebot an Klatsch oder Ausbildung oder was auch immer. So, hier war ein NPC-Haus. Eileens Haus. Was wollt ihr? Klatsch, wie man Paladin wird? Klatsch, Kreuzritter. Wie man Paladin wird? Nur der Stadthalter der Halbinsel hat die Befugnis, Kreuzritter zu ernennen und sie zu Paladin zu machen. Und du hast nichts zu sagen. Okay. Raus. Also, hier nichts Relevantes. Was war da hinten? Orleans Haus. Wer war Orlean? Also, wir waren definitiv schon mal da. Das heißt, wenn es was Wichtiges gewesen wäre, hätten wir es wahrscheinlich aufgeschrieben. Aber man weiß ja nie. Da geht's nicht rein. Okay. Da geht's nicht rein. Das sind keine Fässer, die man... Oh! Ah! Pulsierende blaue Flüssigkeit. Dann sieht eher lila aus. Ich probiere mal Talana. Widerstand gegen Wassermagie. Okay. Orleans Haus. Blumen für gefallene Helden. Oh! Warum haben wir das letztes Mal nicht mitgenommen? Okay. Ein Schrein zum Gedenken an all diejenigen errichten, die ihr Leben für die Halbinsel und das Heilige Imperium gegeben haben. Da waren wir schon vor kurzem. Sehr gut, das können wir so gleich erledigen. Und du hast nichts zu erwähnen. Gut, also hat sich doppelt gelohnt. Einmal haben wir einen neuen Auftrag, der wirklich nicht schwer ist. Und wir haben ein Fass, das ich vorher übersehen hatte. Gut, gut. Also ja, das Erforschen hier in der Stadt lohnt sich allemal. Weil ich denke mal, wenn man wirklich alle Aufgaben macht und jedes kleine bisschen rauskitzelt, kommt man wesentlich besser später voran. Es wäre auch schön, wenn es wirklich optionale Sachen geben würde. Also irgendwelche Gegner, die man wirklich nur besiegen kann, wenn man wirklich alles ausreizt. Das gab es früher ja auch. Also bei Might and Magic 4 und 5 fällt mir das nicht so wirklich ein. Aber zum Beispiel bei der Wizardry-Reihe. Da gab es so ein riesiges Auge, das man nur bekämpfen konnte, wenn man richtig absolut Powergaming betrieben hat. So, was haben wir hier? Ein verlassenes Haus. Das ist suspekt. Also ich fand es letztes Mal toll und ich finde es auch immer noch toll, dass es einfach leere Häuser gibt. Einfach nur für das Feeling. So. Trotzdem finde ich es suspekt. Und dementsprechend wird es markiert. Leeres Haus. So. Annehmen. Irgendein Fass noch übersehen? Nee, hier waren wir schon. Okay. Raus, 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 raus. Ich wette, sie wird langsam ein wenig ungeduldig. Was schleifen die mich jetzt mit zu einem komischen Turm und machen da ein Licht an und bekämpfen irgendwelche Riesen-Nagas? Und dann treiben sie stundenlang in der Stadt herum. Laufen immer noch im Kreis. So, du hast Zaubersprüche. Du hast Experte für arkane Disziplin, was keiner von uns wirklich geskillt hat. Zauber für Jallen kaufen. Erdabwendung, Lichtkugel. Lichtkugel ist gekauft. Hellsicht zeigt alle Fallen. Ja, kauf mal. Und die anderen kann sie alle nicht, okay? Dalana. Funkenflug, Dunkelabwendung. Plus 8 Widerstand gegen Dunkelmagie. Ich hoffe mal, das skaliert mit dem Level. Sonst könnte er später echt mau werden. Arcana-Abwendung. 3 Widerstand gegen alle Magieschulen. Das klingt sehr praktisch, das kaufe ich mal. Das können wir eigentlich ja immer casten, wenn es lang genug hält.
Dunkelschein, Feuerabwehr, Luftabwendung, Dunkelabwendung wäre trotzdem noch ganz schick, aber das wären dann schon wieder 1000 noch was Gold. Ich wollte nicht so viel Gold ausgeben. Also ja, die Sprüche kaufen wir auf jeden Fall später, aber ich wollte jetzt erstmal genug Gold zusammenbekommen, um diesen Trank zu kaufen, der plus 1 auf alles gibt. Kann man dich aufmachen? Nein. Okay. Raus. Raus. Leider kein Expertenlehrer hier. Kann man stöbern? Nein. Okay. Hast du was zu sagen? Seid gegrüßt. Nö, hast nicht wirklich was zu sagen. Okay. Also komisch. Was haben wir hier unten? Ein Haus. Die Pferdeoase. Was? Kauf Packpferd. Und mehrere NPCs. Packpferd? War früher ein Schloss, Schlachtross. Packhorse heißt bestimmt, dass wir mehr looten können. Brauchen wir nicht wirklich, aber ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also gib mir das Packhorse und schmeiß den Kengi weg. So. 2000 Gold. Ich hoffe, das ist eine einmalige Sache, dass ich ihn hier jederzeit wieder abholen kann, wenn er uns verlässt. Weil nicht, dass gleich ein Quest-NPC kommt, ihn rausschmeißt und wir müssen nochmal 2000 Gold bezahlen. Das wäre nicht schön. Ich wollte das Gold eigentlich sparen. Aber ich will wissen, wie das funktioniert und wie es aussieht. Also, gib her. Ehrlich jetzt? Ich meine, ihr werdet es nicht bereuen, Milords. Naja, du mich auch. Aounbar wird. Wir können ihn nach Hause schicken. Nein, wer bist du? Habt ihr Interesse an einer Kutschfahrt? Ernsthaft? Ich würde gerne nach Kartal. Die Tore von Katar sind weiterhin geschlossen. Okay. Seehafen? Tut mir leid, Freunde, aber angesichts der vielen bei dir. Ja, okay, es war ein Versuch wert. Ich wollte nur gucken, ob man vielleicht auch schon in die nächste Stadt so gehen kann, aber muss halt einen Teil der Hauptstory erstmal machen. Wahrscheinlich wollen sie so sicherstellen, dass man nicht übereilt dahin geht und dann vom ersten Gegner gewonnen wird. Also hier. Gut. Sure. Annehmen. So, wir haben jetzt ein Packpferd bei uns dabei. Dieser Mietling verdoppelt den Platz für euer Inventar. Ernsthaft? War das vorher auch schon so? Also es waren mindestens drei Blöcke. Und es ist ein wenig peinlich, dass ich mich nicht erinnere, wie groß das Inventar ist, aber wir könnten ihn kurz nach Hause schicken. Warte mal, jetzt kann ich auch testen, ob ich jetzt nochmal 2000 Gold bezahlen muss. Nach Hause schicken. Der Blick des Pferdes verrät eine tiefe Traurigkeit. Your companions. Talana ist cool. Hat gerade so gesagt, ja, wenn wir halt weniger Leute mit uns ziehen, dann müssen wir auch weniger Beute teilen. Das passt schon. Auch wenn wir keine Beute mit dem Pferd teilen müssten, aber na gut. Nee, und wir hatten immer noch fünf Dingens. Da hat sich nichts verändert. Jetzt die Probe aufs Exempel. Ich hätte gerne das Pferd wieder. Ihn mitnehmen. Ah, sehr gut. Also man kann jederzeit die NPCs, die man einmal angeheuert hat, entlassen und wieder da abholen, wo man sie bekommen hat. Auch wenn das nicht ganz richtig ist. Ich habe es jetzt mit einem NPC ausprobiert, den ich auch wirklich gekauft habe, nicht angeheuert. Also es könnte sein, dass das bei Kengi und dem komischen Kundschafter da nicht geht, aber ich gehe irgendwie davon aus. So, aber wie funktioniert das mit dem Inventar? Ich sehe hier keine Weiterblättern-Taste oder sonst irgendwas. Ah, Mietling. Hoho. Das ist schön. Auch wenn wir das wahrscheinlich nicht voll bekommen werden. Ich meine, wir bekommen unser Inventar ja noch nicht mal voll. Weil wir regelmäßig in die Stadt gehen. Irgendwas versteckt hier hinter? Ne, okay. Das ist ein garstiger Hund. Was bewachst du da? Sind das Lichgefäße aus Might and Magic 7? So, du warst der Möchtegern Bürgermeister. Die haben wir schon alles erledigt, richtig? Ja.
Hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist eine Kiste, die wir schon geplündert haben. Okay. Diese Tür scheint woanders gesteuert werden. Das ist eine Fehlermeldung, die immer noch kommt bei Kisten, die man bereits geöffnet hat oder andere Mechanismen, die man bereits benutzt hat. Dann kommt halt diese Meldung da nicht, die nicht so ganz passend ist, aber es kommt bestimmt noch raus. So, was sagt die Kapelle? Hatten wir hier auch NPCs? Experte für Lichtmagie. Kann Jalle noch nicht, nö. Und der einzige andere NPC, der hier war, ist halt gerade bei uns in der Party. So, also. Hier unten haben wir. Da haben wir, da haben wir, da haben wir.